Was sie am Vorabend der Völkerwanderungszeit in das spätantike römische Heer lockte, war mehr als Geldzahlungen oder Landzuweisungen. Wer sich als Franke im römischen Heer verdient gemacht hatte, war ein angesehener Mann. Und er durfte sich als Offizier mit Insignien römischer Macht schmücken. Reiche Grabbeigaben belegen das noch heute. Sogar eine Karriere als oberster Heerführer oder als Konsul im Reich der einstigen Feinde stand den Franken offen. Am Rhein bei Köln traten sie als Nachbarn der Römer ins Licht der Geschichte. Später übernahmen sie wichtige Positionen im spätantiken Trier. In Nordgallien, weiter im Westen, wurden andere Frankenstämme mit Kind und Kegel von den Römern angesiedelt. Als die Macht des Imperiums allmählich zerfiel, hatten sie hier als Hauptverbündete Roms die Verteidigung übernommen. Gegen Attilas Hunnen kämpften sie siegreich an der Seite der Römer 451 auf den katalaunischen Feldern bei Orléans. Robust und effektiv waren ihre Waffen. Furchterregend ihre Streitaxt, die Franziska. Lange Haare, wallende Locken galten als Privileg des königlichen Geschlechts der Merowinger. Das eiserne Kampfbeil des ersten Königs. Eines der wenigen Relikte aus der im belgischen Tournai entdeckten Grablege. Viele wertvollere Besitztümer wurden später eingeschmolzen. Childerich lautete der Name des Königs. Das bezeugt der Ring, mit dem er nach römischer Sitte siegelte. Die einzige Dokumentation des 1653 entdeckten Königsgrabes, Auferstehung Childerichs des Ersten. Als hochrangiger römischer Offizier, vielleicht als General, trug Childerich diese Brosche. Und den goldenen Armring als Insignie germanischen Königtums. Ein mysteriöser Stierkopf aus dem Childerich-Grab. Seine Bedeutung gab lange Zeit Rätsel auf. War er ein Symbol? Professor Michel Fleury glaubt, des Rätsels Lösung gefunden zu haben. Merowinger sind seine Leidenschaft und seine Profession. Er hat mehrere fränkische Königsgräber freigelegt und erforscht, bis ins Detail. Je crois avec d'autres savants que on peut considérer. Ich glaube, in Übereinstimmung mit anderen Wissenschaftlern, dass es sich dabei um eine Art Totem der merowingischen Dynastie handelt. Und es scheint mir, dass man bewusst dieses Motiv, die Maske mit den Hörnern, wieder aufgriff, das auf der Gürtelschnalle der Königin Arnegunde, der Gattin eines Enkels von Childerich, viermal auftaucht. Das Motiv erscheint auch auf der Schnalle einer Geldbörse, die einem Kind, wahrscheinlich ihrem Sohn, gehörte. Und es stellt sicherlich den Kopf eines Stieres dar. Die eingelegten Schmucksteine geben stilisiert die Augen und Nüstern des Tieres wieder. Wie majestätisch Childerichs Erscheinung tatsächlich war, lassen die Überreste seiner Prunkwaffen kaum erahnen. Solche Preziosen trug im 5. Jahrhundert nur eine internationale Elite. Sie ließ sich vielleicht von der Mode am Hof von Byzanz oder Ravenna inspirieren. Childerich erkannte die Zeichen der Zeit. An der Seite des römischen Feldherrn hatte er erfolgreich gekämpft und war mächtig geworden. In Tournai, in Nordgallien, lag seine Residenz. Als Childerich 482 starb, hatte er den Grundstein für die Dynastie der Merowinger gelegt.
Ein mythischer Vorfahre, Merowech, gab ihr den Namen. Wegen seines ausschweifenden Lebenswandels musste Childerich um 457 ins Exil zu den Thüringern fliehen. Von dort stammte auch seine Frau Basena. Sie war so einflussreich, dass schließlich thüringische Traditionen das Totenritual bestimmten. Childerich begleiteten 22 Pferde auf die Reise ins Jenseits. Bienen aus dem Childerich-Grab, Ornamente des Pferdegeschirrs, galten als merowingische Königszeichen. Die Bienen inspirierten später Napoleon, der sie als Ornament für seinen Krönungsmantel auserkor. Damit beschwor er die Erneuerung der merowingischen Reichsgründung unter seiner Herrschaft herauf. Um das Land besser kontrollieren zu können, postierten Childerich und seine Nachfolger Gefolgsleute an strategisch wichtigen Plätzen. Zum Beispiel an Flussübergängen und Straßenstationen. Die Elitekrieger ließen sich neben der einheimischen Bevölkerung nieder. Mit Prunkwaffen, ihren Statussymbolen, traten sie die Reise ins Jenseits an. Vorbild war die Grablege König Childerichs in Tournai. Zu den erlesenen Preziosen eines Fürsten aus dem Rheinland gehörten Beschläge des Pferdegeschirrs und des Sattels. Auch hier Reminiszenzen an die königliche Bestattung von Tournai. Der Helm. Vielleicht ein Diplomatengeschenk aus Byzanz? Jedenfalls erstklassige Arbeit aus byzantinischen Werkstätten. Künstler verstanden es noch, Meisterwerke aus Glas und Metall in römischer Tradition anzufertigen. 476 starb der letzte römische Kaiser Romulus Augustulus. Sein Nachfolger Odoaker hatte kein Interesse an Gallien. Dort änderte sich freilich wenig. Als Spitzenbeamte und als Bischöfe vertraten gallo-romanische Aristokraten die alte Ordnung. In ihren Händen überlebte die Verwaltung in den Städten, wie zum Beispiel in Poitiers. Bereits im 4. Jahrhundert war Poitiers Bischofssitz. Die Stadt blieb ein bedeutendes Zentrum des Christentums. Hier hat sich ein architektonisches Juwel aus der Merowingerzeit erhalten. Die Taufkapelle. Sie wurde von kleineren Umbauten nur wenig verändert. Das Sakrament der Taufe erteilte der Bischof. Ob Jugendliche oder Erwachsene, die Täuflinge stiegen die Treppen hinab in das Taufbassin und der Bischof tauchte sie dreimal ein. Noch Heide, aber mit dem Christentum schon eng vertraut, war Childerichs Sohn Chlodwig, der mit 16 Jahren neuer König wurde. Er verwaltete mit seinen Gefolgsleuten zunächst nur einen Teil der römischen Provinz Belgica und annektierte dann das Territorium des letzten römischen Feldherrn Syagrius. Zielstrebig übernahm Chlodwig die Macht weiter im Süden, schließlich bis zur Loire. Bewusst pflegte er die Kontakte zu seinen fränkischen Verwandten in Köln. Als vom römischen Kaiser legitimierter Heerführer war ihm immer bewusst, worauf seine Herrschaft gründete. Den einstigen römischen Militärhafen Paris
nahm Chlodwig als Hauptsitz. Paris, gallo-romain, est une très petite ville. Das gallo-römische Paris war eine sehr kleine Stadt. Aber als Chlodwig sein Territorium in Gallien Richtung Süden vergrößerte, konnte er in Paris den Regierungssitz des Königreiches einrichten. Er wählte Paris aus, weil diese Stadt weiter im Süden lag und sehr nahe zu seinen ursprünglichen Besitzungen. Auf der anderen Seite ist Paris ein Platz, der natürlich befestigt ist, denn er bestand aus einer Insel, die von einem Fluss umgeben ist. D'autre part, Paris est un site naturellement fortifié parce que il comporte une île entourée d'un fleuve et c'est une défense naturelle. Die Bedeutung von Paris während der Regierung der Merowinger spiegelt sich sehr gut wider in den außergewöhnlich großen Dimensionen seiner Kathedrale, die später den Namen Saint-Étienne erhielt. Ihre Fassade stand etwas abseits von der Front der heutigen Kathedrale Notre-Dame. Sie nahm die Breite von fast 36 Metern ein. Das bedeutet 4 oder 5 Meter weniger als die große Kathedrale von heute. Und 36 Meter Breite, das ergibt eine ungefähre Länge von 72 Metern. Die größte Kirche in Gallien zur Merowingerzeit. Dem Erbauer hatte es am Platz gemangelt. Die Tatsache, dass er die gallo-römische Befestigungsmauer auf der ganzen Länge der Kathedrale abreißen ließ und einfach durch die Mauer der neuen Kathedrale ersetzte, beweist, dass während der Merowingerzeit, wenigstens zur Zeit von Chlodwig und seinen Söhnen, ein gewisser Frieden Bestand hatte. Le mur de défense, le rempart, a été remplacé simplement par le mur de la nouvelle cathédrale. Paris war kein Trümmerfeld, als Chlodwig die Stadt in Besitz nahm. Auch die römischen Thermen standen noch. Wie geschaffen für Repräsentationsräume. Wer benutzte sie? Keine Inschrift und kein Fund geben darüber Aufschluss. Gegen ihre erbitterten Feinde, die Alemannen, marschierten die Franken 496 bei Zülpich, unweit von Köln, auf. Dort, wo heute Fußballspieler kämpfen. Chlodwig versprach, im Falle eines Sieges zum katholischen Glauben überzutreten. Und es kam, wie seine Gattin Chrodechilde lange gehofft hatte. Zum Weihnachtsfest 496 oder 497 bereitete Bischof Remigius von Reims die Taufe Chlodwigs vor. Die Kirchen waren geschmückt, Kerzen verbreiteten Wohlgerüche. Auch 3000 Franken aus seinem Gefolge ließen sich von Remigius taufen. In der Kathedrale von Reims finden sich noch Spuren dieses Ereignisses. Was wir hier um mich herum sehen, ist der Boden des Taufbeckens dieses Baptisteriums aus dem 5. Jahrhundert. Wir müssen uns vorstellen, dass wir uns in einem quadratischen Raum aufhalten. Der Raum setzt sich unter diesen karolingischen Wänden auf beiden Seiten fort. Und im Zentrum ist ein viereckiges Bassin von 3 Metern mit Stufen, die hinunterführen. Wir können hier Stufen sehen auf der nördlichen und östlichen Seite. Es gab Stufen auf allen 4 Seiten. Und außen herum läuft ein großes Fundament, das annähernd 60 Zentimeter breit ist. Im Anschluss daran ein schmaleres Fundament und darum herum ein Boden von rotem Mörtel. Wir müssen uns vorstellen, dass dieses Fundament eine hohe Mauer tragen musste. Das wäre der Rand des Taufbeckens gewesen mit den herunterführenden Stufen. Hier ist eine Rekonstruktion des Taufbeckens. Und wir können hier den unteren Teil sehen, den Bereich mit dem freigelegten, nachgewiesenen Grundriss. Der Boden und was hier das Fundament ist, musste diese hohe Mauer tragen. Und man sieht hier die Treppen, wie sie hinunterführen in das Zentrum des Beckens. The upper part
Den oberen Bereich, der, wie wir sehen, zerstört worden ist, haben wir nach dem Vorbild des Baptisteriums in Aix-en-Provence rekonstruiert, das komplett erhalten ist. Und hier haben wir 8 Säulen angenommen, die ein achteckiges Gewölbe über diesem zentralen Teil hier tragen. Wir haben Beweise gefunden, dass das Gewölbe mit Mosaiken geschmückt war. Wir haben diese Mosaiksteine in den Zerstörungsschichten des Baptisteriums gefunden. Für die Geschichtsschreibung der Merowingerzeit bedeutete die Taufe Chlodwigs mehr als einen symbolischen Akt. Der Chronist Gregor von Tours erinnerte an die Bekehrung des römischen Kaisers Konstantin 312. Chlodwig als neuer Konstantin hatte in Reims den Glauben seiner romanischen Untertanen angenommen. Als Vertrauter der Merowinger schildert Gregor in seinem Werk 10 Bücher Geschichten lebendig die politischen Geschehnisse, aber auch ganz Alltägliches. Katastrophen wie Erdbeben, Heuschreckenplagen und die Pest überliefert er bis ins Detail. Als Bischof von Tours betätigte er sich auch in diplomatischer Mission. Chlodwig eroberte den Königsschatz der südlichen Nachbarn, der Westgoten. 507 schlug er sie vernichtend bei Vouillet in der Nähe von Poitiers. Die Gefallenen dieser entscheidenden Schlacht fanden, so die Legende, ihre letzte Ruhestätte in Civaux bei Poitiers. Wie durch ein Wunder seien damals die tausende Sarkophage vom Himmel gefallen. Sarkophagdeckel markieren die Einfriedung des Friedhofes. Heute geben die etwa 15.000 Begräbnisstätten in dem kleinen Dorf Civaux immer noch Rätsel auf. Wer waren die Toten tatsächlich? Welchem Stamm gehörten sie an? Eine einzigartige Totengedenkstätte. . 508, die Krönung der Karriere König Chlodwigs. Der byzantinische Kaiser Anastasius ließ ihn in Tours an der Loire zum Ehrenkonsul ernennen. Seinen Triumph feierte Chlodwig auf römische Art. Mit Purpurmantel und Diadem ritt er durch die Menge und verteilte Goldmünzen. Seine siegreiche Politik glaubte Chlodwig dem heiligen Martin zu verdanken. In Ligugé bei Poitiers hatte Martin um 370 eines der ersten Klöster des Abendlandes gegründet. Die historische Stätte blieb auch nach dem Tod des einstigen Bischofs von Tours ein Zentrum der Verehrung des heiligen Martin. Die sterblichen Überreste der Mönche des Klosters belegen das. Auch ein junger Westgotenfürst fand hier als Diener des heiligen Martin im 5. Jahrhundert seine letzte Ruhestätte. Martin wurde zum Schutzpatron der Merowinger. Seine Verehrung breitete sich mit der Ausdehnung des Fränkischen Reiches nach Norden und Osten aus. Heimtückisch ließ Chlodwig 511 seine mächtigen fränkischen Verwandten in Köln beseitigen. Sigibert I., sein einstiger Schlachtengefährte, war ihm suspekt geworden, denn er pflegte zu enge Kontakte zu Burgundern und Ostgoten. Chlodwig nahm Sigiberts Königsresidenz und das Schatzhaus ein, das über dem römischen Statthalterpalast stand. Und die Großen des Kölner Frankenreiches huldigten ihrem neuen König Chlodwig. Ohne die Galloromanen zu verfolgen, übernahm Chlodwig die Macht in einem Großteil Galliens. Seine Verbündeten waren die einheimischen Aristokraten.
Auch bei der Aufteilung seines Reiches unter seine Söhne und deren Erben blieb Paris immer der Mittelpunkt der verschiedenen Reichsteile. Chlodwig war Vizekaiser des alten weströmischen Reiches geworden und dem Ostgotenkönig Theoderich in Italien ebenbürtig, dem er seine Schwester zur Frau gab. In der Kirche Saint-Étienne-du-Mont wird heute noch Genoveva verehrt. Sie stand dem städtischen Rat von Paris vor. Genoveva hatte bereits Childerich dazu bewegt, andersgläubige Gefangene zu begnadigen. Integration durch Übertritt zum katholischen Glauben, so lautete Genovevas Vermächtnis. Das gab sie an Chrodechilde, die Gattin Chlodwigs, weiter. Ganz der antiken christlichen Tradition verbunden, ließ Chlodwig seine Königsgrablege über dem Grab der Heiligen, der Stadtpatronin von Paris, errichten. 511 wurde Chlodwig in der Kirche Saint-Geneviève in Paris bestattet. Napoleon ließ die historische Stätte 1807 ausgraben. Die Kirche verdankt Chlodwig reiche Schenkungen. Aber der König nahm auch Einfluss auf die Bischöfe. 511 berief er in Orléans ein Konzil ein. 32 Bischöfe waren geladen. Und er selbst legte die Tagesordnung fest. Als den Christen Galliens von Gott gesandter König wurde er gefeiert. Eine Familiengrabkapelle in Poitiers. Aufschlussreich die Inschrift, die einen sonst unbekannten fränkischen Abt nennt. Sie ist wichtig, weil sie uns anzeigt, wer die Persönlichkeit ist, die hier bestattet wurde, und gleichzeitig in welcher Geisteshaltung sie sich befand. Die Person hieß Melobaudus. Man sieht hier seinen Namen in der zweiten Linie. Melobaudus im Namen Gottes, Melobaudus als Diener Gottes, habe ich meine Grabstätte eingerichtet. In diesem Ort Spelunkola. Es gibt eine Ergänzung in den letzten Zeilen. Es scheint nicht von derselben Hand zu stammen, die ankündigt, dass derjenige, der dieses Grab zerstört, verflucht sei. Und das ist auch ein wichtiges Element für die Interpretation des unterirdischen Kultraums. Denn dies lässt annehmen, und viele andere Hinweise bestätigen es, dass die Grabkirche einmal zerstört wurde und dass Melobaudus gezwungen war, sie wiederherzustellen. Ich komme nur kurz auf diesen Begriff, der hier steht, Spelunkola, Grabhöhle, zurück. Das ist derselbe, den man auch für das Grab Christi in Jerusalem verwendet. Eine der Absichten von Melobaudus bestand also darin, so scheint es, das Grab Christi zu imitieren. Und viele andere Elemente des unterirdischen Kultraumes beschwören das Grab Christi. Beispielsweise das Relief, wo zwei Gekreuzigte, zwei Schächer dargestellt sind, die ohne Zweifel zum Fuß eines Kreuzes gehören, das an Christus gemahnt. Lateinisch blieb die Sprache der Urkunden und die Schrift. Konnten Chlodwig und seine Erben schreiben oder waren sie Analphabeten? Einige beherrschten sicherlich die Schrift und andere vielleicht nur ihren Namenszug. In jedem Fall hatten die Merowinger ihre Schreiber in der Kanzlei, die Urkunden ausfertigten. Chlodwig führte 511 ein neues Gesetz, die Lex Salica, ein. Es orientierte sich am römischen Recht. Für seine Zeit fortschrittlich war der Passus, der Eheschließungen zwischen Franken und Galloromanen erlaubte,
was ein Zusammenwachsen der Bevölkerung förderte. Die Gesellschaft gliederte sich in drei Stände. Das waren Freie, Freigelassene und Sklaven. Kirchen gewährten Asyl, ja, sogar für Merowinger. Mit viel Hinterlist wurde es gelegentlich gebrochen. Um der Schutzsuchenden habhaft zu werden, hat man sogar Kirchendächer abgedeckt. Vertreter von Adelsfamilien kontrollierten Brücken, Märkte, kassierten Zolleinnahmen und sie prägten Münzen. Das Steuersystem orientierte sich an der Einheit der Villa, der Landgüter. Steuern konnten von den Bauern in Form von Naturalien, aber auch als Dienstleistungen eingetrieben werden. In der Gesellschaft aufzusteigen, das gelang besonders Sklaven in der Landwirtschaft. Gerne ließen sich auch Merowinger vom Wein berauschen. Nicht-Trinkfeste gerieten ins Hintertreffen, denn man musste sich glücklich schätzen, ein Gelage zu überleben. Dass solche Alkoholexzesse auch zu Ausschreitungen führten, belegen Gesetze. Ackerbau und Viehzucht, das war die Lebensgrundlage vieler Menschen. Die Jahreszeiten diktierten den Arbeitsablauf. Die Untertanen der Merowinger lebten und arbeiteten in bescheidenen Holzhäusern. Ihre Konstruktionen waren einfach und hatten sich bewährt. Wassermühlen lieferten das Mehl für das tägliche Brot. Wie diese, deren Überreste bei Augsburg entdeckt wurden. Hier habe ich also das Zahnrad der Mühle, in das verschiedene Löcher eingebohrt sind, zum Teil um einzelne Bauteile des Rades selber zu verklammern und zum Teil auch um die Zähne einzumontieren. Das sind kleine geschnitzte Holznägel sozusagen, die hier einmontiert waren. Und außer den Zahnrädern haben wir auch Teile des Wasserrades selber geborgen. Das ist dieses große Rad hier hinten. Das ist also die Schaufel des Wasserrades. Die Schaufel war mit Hilfe eines Keiles und diesem Fortsatz in den Löchern des Wasserrades eingesetzt und festgekeilt. So etwa. Reichhaltig war das Gemüseangebot, das die Hausfrau einer normalen fränkischen Familie auftischte. Für die Reichen und Mächtigen war nichts exotisch und kostspielig genug. Sogar Gewürznelken von den Molukken und Pfeffer gehörten zu den Ingredienzien eines Festmahles. Auch Honig verfeinerte einen Fleischeintopf. Speck war die Lieblingsspeise der Franken. Das verrät der byzantinische Arzt Antimus, der 511 für den ruhmreichen König Theuderich einen Ratgeber verfasste. Aus medizinischer Sicht sollte er die Tischsitten der Franken beurteilen. Seine Warnung lautete, alles Übermaß ist von Übel. Und Antimus erläuterte, wie man Austern, Hecht, Lachs, Aal, Wild und andere Delikatessen am bekömmlichsten zubereiten solle.
Handwerker arbeiteten auch für den neuen Kundenkreis der Franken. Die Nachfrage nach fein gewebtem Tuch und aufwendig verzierten Lederwaren war groß, zumindest in den oberen Gesellschaftsschichten. Das überliefern die leider nur selten erhaltenen Fragmente. Die einstige römische Provinzhauptstadt Köln mit der Infrastruktur, dem römischen Straßennetz, blieb Zentrum des Christentums. Auch die Kirche St. Severin steht auf älteren Fundamenten. Liebevoll war hier ein Mann mit einem Bouquet von Heckenrosen, Lavendel und Buchs zur letzten Ruhe gebettet. Darunter verbarg sich eine echte Rarität, eine Leier. Von diesem Instrument begleitet, stimmte die adelige Gesellschaft Heldengesänge beim Gelage an. Dass Sänger zur Elite gehörten, ist überliefert. Der Kölner Dom. Auch in seinem Untergrund, 5 Meter unterhalb des heutigen Kirchenschiffes, kamen 2 bedeutende Grabstätten aus der Merowingerzeit zum Vorschein. Wir stehen hier an der Stelle der beiden fränkischen Gräber unter dem Dom. Wir haben zunächst einmal das Grab des etwa 5- bis 6-jährigen Knaben. Direkt daneben vielleicht seine Mutter, etwa 28-jährig, diese Dame, die hier bestattet worden ist. Das Besondere an diesen beiden Gräbern ist, dass sie völlig unberührt auf uns gekommen sind, bis sie im Jahre 1959 hier entdeckt wurden. Die Beigaben waren sehr reich und kennzeichnen die beiden hier Bestatteten als Mitglieder einer fränkischen Königsfamilie. Sie schmückten sich mit Preziosen, die ihresgleichen suchen. Wir wissen allerdings nicht genau, um wen es sich dabei handelt, da wir keinen Siegelring oder Ähnliches gefunden haben. Vermuten lässt sich sehr wohl, dass die Frau, gekennzeichnet als verheiratete junge Frau mit einer Witter, einer Stirnbinde, dass diese Frau Ehefrau eines fränkischen Kleinkönigs war, des Königs Theudebert, der aus politischen Gründen eine Langobardenprinzessin heiraten sollte. Er war bereits verheiratet mit einer Romanin, die damit in den Hintergrund treten sollte. Das könnte dazu geführt haben, dass diese Langobardin, die etwa 5 Jahre nach den alten fränkischen Berichten endlich auf die Hochzeit warten musste, dann kurz nach ihrer Trauung ermordet wurde. Das war eine nicht ganz unübliche Methode in fränkischer Zeit, unliebsame Nebenbuhler an die Seite zu bringen. Sollte sie in dieser Zeit bereits, was ebenfalls nicht unüblich war, mit dem Theudebert einen Sohn gezeugt haben, könnte sich dabei eben um diesen 5- bis 6-jährigen Knaben gehandelt haben. Diese Frau, die vielleicht Visigarde war, die hier bestattet ist, kam also, wie so viele andere Mitglieder der fränkischen Königsfamilien, sehr frühzeitig ums Leben. Wäre sie am Leben geblieben, hätte der Knabe möglicherweise eines Tages dieses Reich führen können. Bis dahin, wenn der Vater früher verstarb, war es wiederum Sitte, dass eine Frau, die Mutter, die Regentschaft für ihn führte. Und das hätte sehr wohl also auch in diesem Fall hier so vorkommen können. Eine andere Königin, Radegunde, zog sich vom königlichen Hof nach Poitiers zurück. Sie war eine Thüringer Prinzessin.
Nach dem fränkischen Sieg über ihr Volk 531 war das Schicksal des Thüringer Reiches besiegelt. Durch die Heirat mit Radegunde wurden Clothar I. und damit die Merowinger zu legitimen Herrschern Thüringens. In Poitiers gründete Radegunde das Kloster Saint-Croix, wo heute noch ihr Lesepult erhalten ist. Als Wohltäterin der Kirche machte sie sich 40 Jahre lang verdient und wurde heilig gesprochen. Den Dichter Venantius Fortunatus holte sie zu sich. Er wurde Bischof von Poitiers und verfasste ihre Biografie. Als es ihr gelang, von Kaiser Justinus II. Um 569 eine Reliquie des Heiligen Kreuzes zu erlangen, wurde das Kloster zur Wallfahrtsstätte. Königin Brunhilde regierte für ihre unmündigen Söhne, Enkel und Urenkel. Doch Fredegunde, ihre ungebildete Schwägerin, ließ die meisten ihrer Angehörigen ermorden. Die blutige Fehde dauerte über 45 Jahre. Bestraft für angeblich 10 Morde an Königen wurde schließlich Brunhilde. Man ließ sie von einem Pferd zu Tode schleifen. In Jouarre bei Paris hatte Columban 610 Zuflucht gefunden. Brunhilde vertrieb den irischen Mönch aus Burgund, weil er ihren Sohn wegen Polygamie anprangerte. Hier in Jouarre entstand später ein Kloster nach den Regeln des heiligen Columban. 590 hatte er das bedeutende Kloster Luxeuil gegründet, das zum Vorbild zahlreicher religiöser Gemeinschaften wurde. Bis zur Elbe und mittleren Donau breiteten sich fast 1000 Klöster aus. Zu den ältesten gehört auch Weltenburg, eine der christlichen Keimzellen Bayerns. In Regensburg stand der bayerische Herzogshof der Agilolfinger. Sie wurden von den Franken eingesetzt und regierten mehr oder weniger selbstständig. Letztes erhaltenes Zeugnis der Goldschmiedekunst am Hofe König Dagoberts I. Fast eine Reliquie. Fragment eines monumentalen Kreuzes, das den Bildersturm der Französischen Revolution überlebte. Eligius hieß der Künstler, ein Genie, ein Multitalent, Schatz- und Münzmeister, Berater des Königs und Bischof von Noyon. Als solcher predigte er Bescheidenheit. Baltilde, die Gattin König Chlodwigs II., war seine gelehrige Schülerin. Schlicht war das Totenhemd der Heiligen, einer einstigen angelsächsischen Sklavin. Als Reliquie blieb es im Kloster Chelles bei Paris erhalten, das Baltilde 657 gründete. Goldschmiedearbeiten, wie sie am Hofe in Byzanz Mode waren, mit Seidenfäden nachempfunden. Seit 629 war König Dagobert I. Alleinherrscher des fränkischen Großreiches. Seine Stammländer waren Neustrien, Austrien und Burgund. Als geschickter Taktiker stärkte Dagobert die Herzöge in Alemannien und Bayern und verbündete sich mit den Langobarden. Dagobert machte die Kirche von Saint-Denis bei Paris zur Königsgrablege Frankreichs. Dagoberts Thron ist ein Juwel der merowingischen Kunst und Symbol des goldenen Zeitalters unter dem populären Herrscher. An seinem Hof versammelte sich die geistige Elite des Reiches. Wer sich dort als Verwaltungsbeamter bewährt hatte, konnte Bischofswürden erlangen. Mit Dagobert I. starb der letzte bedeutende Merowinger. Ein neues Zeitalter begann, das der Hausmeier. Die einstigen Hofverwalter degradierten die Merowinger-Könige später zu Marionetten. Childerich III., der letzte Nachfahre König Dagoberts, wurde 751 ins Kloster geschickt. Und Pippin III. Ließ sich selbst zum König wählen. Der Aufstieg der Karolinger begann. Mit politischer Weitsicht gründeten die Merowinger ein Imperium, das größte in der Nachfolge des Weströmischen Reiches. Es kontrollierte auch Gebiete, die nie unter römischer Herrschaft gestanden hatten.
263 Jahre lang prägten die Merowinger Europa. Chlodwig und seinen Erben war es gelungen, germanische mit romanischen Traditionen zu verschmelzen. Die Franken legten das gemeinsame Fundament für das spätere Frankreich und Deutschland und wurden so zu Wegbereitern Europas. Wie majestätisch Childerichs Erscheinung tatsächlich war, lassen die Überreste seiner Prunkwaffen kaum erahnen. Solche Preziosen trug im 5. Jahrhundert nur eine internationale Elite. Sie ließ sich vielleicht von der Mode am Hof von Byzanz oder Ravenna inspirieren. Childerich erkannte die Zeichen der Zeit. An der Seite des römischen Feldherrn hatte er erfolgreich gekämpft und war mächtig geworden. In Tournai, in Nordgallien, lag seine Residenz. Als Childerich 482 starb, hatte er den Grundstein für die Dynastie der Merowinger gelegt. Ein mythischer Vorfahre, Merowech, gab ihr den Namen. Wegen seines ausschweifenden Lebenswandels musste Childerich um 457 ins Exil zu den Thüringern fliehen. Von dort stammte auch seine Frau Basena. Sie war so einflussreich, dass schließlich thüringische der im belgischen Tournai entdeckten Grablege. Viele wertvollere Besitztümer wurden später eingeschmolzen. Childerich lautete der Name des Königs. Das bezeugt der Ring, mit dem er nach römischer Sitte siegelte. Die einzige Dokumentation des 1653 entdeckten Königsgrabes, Auferstehung Childerichs des Ersten. Als hochrangiger römischer Offizier, vielleicht als General, trug Childerich diese Brosche. Und den goldenen Armring als Insignie germanischen Königtums. Ein mysteriöser Stierkopf aus dem Childerich-Grab. Seine Bedeutung gab lange Zeit Rätsel auf. War er ein Symbol? Professor Michel Fleury glaubt, des Rätsels Lösung gefunden zu haben. Merowinger sind seine Leidenschaft und seine Profession. Er hat mehrere fränkische Königsgräber freigelegt und erforscht, bis ins Detail. Je crois, avec d'autres savants, que on peut considérer. Ich glaube, in Übereinstimmung mit anderen Wissenschaftlern, dass es sich dabei um eine Art Totem der merowingischen Dynastie handelt. Und es scheint mir, dass man bewusst dieses Motiv, die Maske mit den Hörnern, wieder aufgriff, das auf der Gürtelschnalle der Königin Arnegunde, der Gattin eines Enkels von Childerich, viermal auftaucht. Das Motiv erscheint auch auf der Schnalle einer Geldbörse, die einem Kind, wahrscheinlich ihrem Sohn, gehörte. Und es stellt sicherlich den Kopf eines Stieres dar. Die eingelegten Schmucksteine geben stilisiert die Augen und Nüstern des Tieres wieder. In Nordgallien, weiter im Westen, wurden andere Frankenstämme mit Kind und Kegel von den Römern angesiedelt. Als die Macht des Imperiums allmählich zerfiel, hatten sie hier als Hauptverbündete Roms die Verteidigung übernommen. Gegen Attilas Hunnen kämpften sie siegreich an der Seite der Römer 451 auf den katalaunischen Feldern bei Orléans. Robust und effektiv waren ihre Waffen.
furchterregend ihre Streitaxt, die Franziska. Lange Haare, wallende Locken galten als Privileg des königlichen Geschlechts der Merowinger. Das eiserne Kampfbeil des ersten Königs. Eines der wenigen Relikte aus Was sie am Vorabend der Völkerwanderungszeit in das spätantike römische Heer lockte, war mehr als Geldzahlungen oder Landzuweisungen. Wer sich als Franke im römischen Heer verdient gemacht hatte, war ein angesehener Mann. Und er durfte sich als Offizier mit Insignien römischer Macht schmücken. Reiche Grabbeigaben belegen das noch heute. Sogar eine Karriere als oberster Heerführer oder als Konsul im Reich der einstigen Feinde stand den Franken offen. Am Rhein bei Köln traten sie als Nachbarn der Römer ins Licht der Geschichte. Später übernahmen sie wichtige Positionen im spätantiken Trier.